Hallo, liebe Deutschlernende. Ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com. Heute reden wir über die alternativen Bedeutungen der Modalverben. Dies ist ein Thema, was mir von Alexei vorgeschlagen wurde. Vielen Dank für den Vorschlag, Alexei. Und ich denke, es ist ein sehr interessantes Thema, ja. Was manche Deutschlerner vielleicht nicht wissen, ist, dass die Modalverben auch alternative Bedeutungen haben. Und zwar kann man mit den Modalverben Wahrscheinlichkeiten ausdrücken. Okay? Man kann ausdrücken, dass bestimmte Dinge zum Beispiel sehr wahrscheinlich sind. Ja, die Modalverben, zum Beispiel können, müssen, dürfen, sollen, ja, kann ich auch benutzen, um Wahrscheinlichkeiten auszudrücken. Zum Beispiel, sie kann noch im Schwimmbad sein. Ja? Damit meine ich nicht, dass es möglich ist, also physisch möglich ist, dass sie im Schwimmbad ist oder dass sie die Erlaubnis hat, im Schwimmbad zu sein. Nein, damit meine ich, dass es wahrscheinlich ist oder dass die Möglichkeit besteht, dass sie im Schwimmbad ist. Ja, vielleicht ist sie noch im Schwimmbad. Also sage ich, sie kann noch im Schwimmbad sein. Ja, das kann sein. Ja, das kann sein. Und so kann ich das Verb können auch benutzen, um eine Wahrscheinlichkeit auszudrücken. Ja, ich drücke damit aus, dass etwas im Bereich des Möglichen ist, dass etwas vielleicht der Fall ist. Ja, vielleicht ist sie noch im Schwimmbad. Sie kann noch im Schwimmbad sein. Ich weiß es nicht. Sie kann noch im Schwimmbad sein. Okay. Ein zweites Beispiel. Ja, die Beispiele sind alle von Alexei. Ja, sehr gut gewählt. Ja. Alexei gab noch ein zweites Beispiel. Er gab vier Beispiele. Ja. Zweite Beispiel. Er muss sehr klug sein. Ja, er muss sehr klug sein. Ja. Das heißt nicht, dass er jetzt dass er bestraft wird, wenn er nicht klug ist. Ja, das bedeutet nicht, dass er bestraft wird, wenn er nicht klug ist, sondern er muss klug sein. Das heißt, dass ich die Schlussfolgerung gemacht habe, dass er klug ist. Ja, ich kann zum Beispiel sagen, oh, er hat sehr viele gute Noten. Er hat viele gute Noten. Er muss sehr klug sein. Ja, die Schlussfolgerung, die ich habe, ist, dass er klug ist. Ja, er hat viele gute Noten. Er muss sehr klug sein. Er hat viele Rätsel gelöst, die andere Leute nicht lösen konnten. Er muss sehr klug sein. Ja, damit meine ich es, es ist sehr wahrscheinlich. Ja, wenn ich muss mit dieser Bedeutung gebrauche, dann meine ich, dass es sehr wahrscheinlich ist. Er muss sehr klug sein. Und es dürfte Regen geben. Ja, es dürfte Regen geben. Ja. Also ich glaube, es wird regnen. Ja, es dürfte Regen gehen. Ja, wenn ich so den Himmel anschaue, dann dürfte es Regen geben. Ja. Natürlich sieht man hier, dass es eine andere Bedeutung hat. Ja, man kann natürlich nicht sagen, was der Regen darf oder nicht darf, ja, sondern man meint damit eine bestimmte Wahrscheinlichkeit. Ja, man meint, dass es vielleicht Regen gibt. Ja, dass es wahrscheinlich ist, dass es Regen gibt. Es dürfte Regen geben. Und das letzte Beispiel, sie soll sehr schön gewesen sein. Ja, sie soll sehr schön gewesen sein. Das heißt, dass man von der Person gehört hat und die meisten Leute haben gesagt, ah, sie ist sehr schön. Ja. Und damit drücke ich aus, dass andere Leute mir gesagt haben, dass es so ist. Ja. Sie soll sehr schön gewesen sein. Ja. So kann ich das Wort sollen auch benutzen. Sie soll sehr schön gewesen sein. Ja, viele Leute haben mir gesagt, dass sie schön sei. Sie soll sehr schön gewesen sein. Ja, das ist auch eine
gute Möglichkeit, um schnell auszudrücken, dass ich das nicht selber weiß, weil ich sie nie gesehen habe, aber dass viele Leute es mir gesagt haben. Ja, und so kann ich sagen, ach, sie soll sehr schön gewesen sein. Und damit weiß mein Gesprächspartner gleich, ach, er hat sie nicht selber gesehen, aber viele Leute sagen das. Ja, und so drücke ich das aus. Okay? Ich hoffe, du fandest diese Episode genauso interessant wie ich und wir sehen uns morgen. Tschüss!